Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich bin gut in den Tag gestartet. Die Kinder sind im Kindergarten und in der Schule. Justus ist da. Also ich freue mich riesig. Ich werde jetzt nämlich einkaufen gehen. Und zwar werde ich in Zusammenarbeit mit Edeka dich mitnehmen in den Markt zum Einkaufen. Das ist wohl auch ein sehr neuer Markt. Da bin ich sehr gespannt. Da war ich auch noch nicht bis jetzt. Ich brauche Essen, Lebensmittel. Justus hat mir nichts aufgeschrieben, deswegen Außer Würstchen. brauche ich ihm nichts mitbringen. Würstchen kannst du mir mitbringen. Würstchen, okay, Justus möchte Würstchen. Und dann brauche ich auch noch Drogeriesachen. Da werde ich aber jetzt dieses Mal nicht in eine extra Drogerie fahren, sondern bei Edeka gibt es ja eine riesige Drogerieabteilung. Deshalb werde ich da auch alles kriegen, was ich so brauche. Ich nehme dich mit. Ich hoffe, du hast Lust auf einen Wocheneinkauf, auf einen Live-Shopping-Haul. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal los. Ach so. Ich packe hier noch Brille ein. Mein Körbchen nehme ich mit. Und hier habe ich ja auch wieder meine Baumwollsäckchen. Da kommt dann immer auch loses Gemüse rein. Das ist immer ganz praktisch. Meine Uhr Ich nehme mache ich so auch noch. lange unglaublich leckeres Mittagessen. Ach, du machst schon Also wenn du, Mittagessen? ja, wenn du gleich wiederkommst, dann Just. musst du warten, weil wir noch auf Clara warten. Du wolltest ja noch fürs Mittagessen Chinakohl. Ja, aber du hast, als du gesagt hast, der Chinakohl, der muss weg, da hast du vergessen, mir zu sagen, der Chinakohl, der muss weg, der ist ja schon verschimmelt. Ja. Den muss man eigentlich sofort immer schon. Naja, ist ja egal. Gut. Ich bringe da auf jeden Fall einen neuen China-Kohl mit. Ansonsten stehen heute noch viele Hobbys an. Von allen Kindern. Alle Kinder haben heute noch Hobbys. Und der Johann, der muss heute noch ein bisschen was für die Schule machen. Weil morgen nämlich Deutscharbeit ansteht. Oh, freut sich alles auf Deutscharbeit. Hier, ein kurzes Babybauch-Update. Kann man was sehen bei diesem Oberteil? Bei diesem Oberteil ist es so ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber ja, doch, so ein bisschen Babybauch. So sieht man das so besser. Wenn ich so gehe, dann sieht das noch mal ein bisschen mehr nach schwanger aus. Was soll das? So, Justus hat seinen Spaß zu Hause. Das ist wirklich eine ganz besondere Beziehung. Justus und seine Katzen, wir erinnern uns alle daran, dass er keine Haustiere wollte. Und jetzt siehst du ja. Noch ist der Einkaufskorb leer, aber ich bin schon in der richtigen Abteilung. Gemüse, also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Wocheneinkauf. Mandarinen, die brauche ich auf jeden Fall. Die essen wir gerade so viel. Jeden Tag gehen da eine halbe Packung von weg. Die sehen auch gut aus. Zucchini wollte ich auch mitnehmen. Da wollte ich eine leckere Suppe demnächst machen oder auch als Füllung für meinen Kürbis. Das ist auch immer super lecker. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber der Markt ist wirklich sehr, sehr groß. Ach, Gurke wollte ich auch noch. Da wollte ich wieder so einen Gurkensalat machen, eigentlich asiatischen Gurkensalat. Also so die typischen Dinge für so einen Wocheneinkauf sind auch immer Banane. Die nehme ich hier auch einmal mit. Und dann bin ich, glaube ich, fast durch hier in der Gemüse-Obstabteilung. Ich gucke noch mal kurz, nicht, dass ich was vergessen habe. Tomaten noch. Kannst du mir gerne mal schreiben, ob du diese hier magst, diese kleinen, oder magst du lieber die runden? Ich glaube, ich nehme einmal die runden hier mit. Stimmt, ein Chinakohl wollte ich ja noch. Fast vergessen. Und dann nehme ich noch einen Kohlrabi mit für Justus. Der isst nämlich immer seinen Kohlrabi. Nämlich den hier, das ist ganz gut. Da sind schon keine Blätter mehr dran. Muss man die nicht abfriemeln? Was ist das denn? Die sind ja groß. Guck mal, das ist meine Hand. Das sind einfach Champignons. Und das sind diese Kräuterseitlinge. Die schmecken auch so lecker. Die nehme ich mir jetzt auch noch mit. Aber in meinem Beutelchen, weil die ja so lose sind. Würstchen musste ich noch mitnehmen für Justus. Seine Lieblingswürstchen. Die Wiener hier. Die mag er gerne. Kann man auch noch mal Hotdog machen vielleicht. Ja, das hatte sich Johann gewünscht mit den Hotdogs.
Also der Markt ist wirklich riesig. Allein schon die Kühltheke hier ist wie ein Labyrinth. Aber ich bin jetzt durch. Jetzt gehe ich einmal kurz die Drogeriesachen holen. Da muss ich, glaube ich, nach vorne an den Kassenbereich laufen. Also ich brauche einmal eine Seife. Das sieht richtig gut aus. Zitrustraum oder Bärengarten? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme Bärengarten mit. Toilettenpapier nehme ich auch mit. Ja, soll ja wieder eng werden mit Klopapier. Deswegen lieber eine Packung mehr mitgenommen. Ich stöber hier gerade bei den Babysachen schon. Also es gibt hier auch richtig tolle Sachen. Die haben wir auch schon mal ausprobiert. Die auch, also Babyglück. Ich überlege mir gerade, ob ich mir selber ein Pflegeöl mitnehme, weil vielleicht erinnerst du dich, Nicola, meine Hebamme, hatte ja gesagt, ich soll meinen Bauch so ein bisschen eincremen mit Öl. Also das hier wäre ein Pflegeöl, extra für Babys. Wenn es gut fürs Baby ist, ist es auch gut für mich. Oder das hier sieht auch gut aus. Es ist auch ein extra Pflegeöl. Bio-Lindenblüte, sanfte Pflege und Reinigung für sensible Haut. Und das da ist intensive Pflege, dann ist das eher passend. Ups. Dann nehme ich das Pflegeöl mit. Mit Mandel- und Calendulaöl zur intensiven Pflege. Das passt perfekt zu meinem Bauch im Moment. Waschmittel gibt es hier noch ganz viel und Reiniger. Da wollte ich auch einmal gucken. Ich bin wieder da! Erfolgreich! Es ist tatsächlich im Hintergrund gerade am Kochen. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Aber ich wollte jetzt einen kleinen, aber feinen Haul machen. Ich habe so viele tolle Sachen entdeckt. Wo fange ich jetzt an? Wo fange ich denn jetzt an? Dann fange ich mal... Oh, damit an. Das fand ich toll. Das wollte ich unbedingt haben für meine Kinder. Den Waschschaum von Tabaluga. Also das schäumt ja dann. Das kennst du bestimmt als Handseife ganz normal. Sowas kommt immer gut an, wenn das auch noch so ein bisschen schäumig ist. Das ist jetzt mit Pfirsichstuft. Pfirsichstuft. Dann habe ich noch diese Handseife mitgenommen. Habe ich ja schon gesagt, dass ich die vom Duft her sehr spannend finde. Himbeere und Brombeere. Also ich brauche Handseifen. Ich brauche immer viele Handseifen. Einmal für hier unten Küche und einmal für oben Badezimmer. Und einmal für Gästebad brauche ich auch Handseife. Oh, nicht gut. Vielleicht mal Hände gewaschen. Dann habe ich noch eine Handseife, eine hübsche, die gut aussieht. Die kommt ins Gästebad. Passt von den Farben sehr gut zu den Fliesen. Das ist ein bisschen schwarz. Ich glaube, das sieht ganz gediegen aus. Das ist jetzt von Elkos Body. Orange und Thymian. Das riecht bestimmt auch richtig gut. Rezeptur ohne Mikroplastik. Dann habe ich das Öl gekauft. Das habe ich dir schon gezeigt. Das ist für mein Babybäuchlein. Das ist noch nicht fürs Baby direkt. Ich möchte damit... Ja, so ein bisschen meine Haut, die ist nämlich am Bauch so ein bisschen trocken. Also nach dem Duschen merke ich das extrem, dass ich da sehr viel am Kratzen bin. Das möchte ich nicht. Einfach so ein bisschen Pflege dafür. Da habe ich auch das hier mitgenommen. Elkos Med Body Lotion Urea ist da mit drin. Und zwar 10%. Das ist ja immer ganz toll für Hautpflege, wenn Urea mit drin ist. Das soll auch beruhigen, pflegen und schützen. Also entweder Öl funktioniert immer ganz gut direkt nach dem Duschen. Wenn es noch nass ist, dann schon direkt drauf auf die Haut. Oder eben dann die Lotion, wenn man schon trocken gerubbelt ist. Das ist jetzt ein Duschpeeling mit Orange und Bittermandel. Ich finde, das riecht wirklich nur ganz sanft. Also wenn du das nicht zu penetrant magst, dann wirst du das mögen. Also dieses leicht orangige. Ja, jetzt gerade für den Winter soll so ein bisschen die alte Haut ab. Deswegen wollte ich so ein Duschpeeling haben. Achso, das habe ich noch besorgt. Die Allzwecktücher von Gut und Günstig, ganz normal. Einfach die mit Zitrusduft. Also das benutze ich immer ganz gerne, wenn es schnell gehen muss. Gerade so am Tisch, Kinderstuhl. Einmal kurz drüber gehen und dann benutze ich immer gerne diese Tücher hier. Dann habe ich von dieser Marke hier Respekt. Respektiert die Umwelt, reduziert Umweltbelastung, reinigt kraftvoll. Das ist ein Badreiniger, Zitrusfrische, extra mit Tensiden pflanzlichen Ursprungs. Und dasselbe auch wieder von Respekt, auch als Spülmittel. Das wollte ich auch einmal unbedingt ausprobieren. Das ist mit frischer Grapefruit. Das hört sich so gut an. Dann habe ich mir einen Rasierer gekauft. Das ist jetzt von Elkos Body mit 5 Klingen. Also ich kann immer noch... Wobbel, wobbel, geht los.
Noch nicht. Manchmal muss er ein bisschen Dampf ablassen. Nein, das ist immer ganz gut. Also ich nehme immer die mit 5 Klingen. Es gibt ja auch welche mit 3 Klingen, aber die funktionieren nicht so gut. Also 5 Klingen ist schon auf jeden Fall ein Muss. Sowas lege ich mir einfach immer in die Dusche rein und dann während der Dusche, zack, 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 fertig. Dann habe ich mir noch so eine Lippenpflege mitgenommen. Bio-Sanddorn-Fruchtfleischöl. Weißt du noch? Sanddorn, da hatte ich ja mal meine Phase gehabt. Damals, als wir immer auf Rügen Urlaub gemacht haben. Sanddorn im Essen, Sanddorn in Kosmetik, fand ich immer ganz toll. Und jetzt gibt es das als Lippenpflege. Da musste ich natürlich zugreifen. Ich will das unbedingt ausprobieren. Dann haben wir hier einmal ein festes Shampoo. Auch etwas, das ich bisher noch nicht hatte. Was aber ja im Moment in aller Munde ist. So festes Shampoo und fest Duschgele und sowas. Und ich wollte mal gucken, ob das gut funktioniert. Ich muss aber meinen Haaren immer so ein bisschen aufpassen. Ich gebe dir ein Feedback. Also, falls dich sowas interessiert. Mit Zitronenöl ist das sogar. Elkos Hair. Eine Handcreme habe ich mir auch noch mitgenommen. Die wollte ich einfach mit in die Handtasche legen. Das ist mal ganz praktisch. Mit Bio Shea Butter. Zieht schnell ein. Einfach in der Handtasche immer dabei haben. Das finde ich immer ganz praktisch. Gerade, ja, wo man sich jetzt immer so viel die Hände waschen muss. Dann habe ich mir noch diese Reinigungstücher mitgenommen, also Micellentücher sind das, zum Abschminken. Auch wenn es mal schnell gehen muss, dann kann ich damit einfach drüber gehen. Dann habe ich noch ein Duschgel mitgenommen, Bio-Limonenminze. Oh, ich liebe diese frischen Düfte einfach. Ich finde das so lecker. Das ist jetzt Blütezeit Naturkosmetik, ist das sogar. Dann habe ich noch, weil ich ein Freak bin, eine Maske mitgenommen. Du weißt ja, ich liebe solche Tuchmasken für abends meine Beautyzeit. Auch mit Justus zusammen machen wir das immer ganz gerne im Bad. Ein Colorwaschmittel, einfach für die farbigen Kleider, wovon wir viele haben, gerade die Mädels so, ihre bunten Kleidchen und Hosen etc. Dafür ist das auf jeden Fall super. Das war mein Haul. Essen habe ich dir eigentlich schon im Markt gezeigt, was ich da alles Leckeres eingekauft habe. So, Wecker hat geklingelt. Das war perfektes Timing. Heute ist zu Ende weggeklingelt. Ich muss die Klara abholen. Siehst du, jetzt geht's direkt los. Justus hat ja noch nicht fertig gekocht. Ja, ich wurde ja unterbrochen. Mal gucken. Was gibt es denn heute Leckeres? Es gibt Chinakohl, Gemüse. Ach, das hast du schon fertig angebraten hier. Sehr gut, dann kommt jetzt nur noch das dazu. Reis ist in der Mache. Und dann gibt's Mittagessen. Ich hole jetzt die Klara ab. Oh, jetzt geht's los. Der Dampf. Der Reis ist jetzt auch fertig. Alles ist fertig. Und wenn Clara nach Hause kommt, gibt es direkt Futter. Mr. Man. Mr. Man. Ich habe Reis gemacht. Ja, es gibt Reis. Es gibt Chinakohl. Angebraten einfach. Ja, also wie man normalerweise den Eisbergsalat anbrennt. Anbrät. So habe ich jetzt das mit dem Chinakohl gemacht. Oh, das können wir eigentlich mal zeigen. Ich glaube, das ist kein typisch deutsches Gericht mit dem Eisbergsalat. Eisbergsalat braten mit Knoblauch und Salz ist kein deutsches Gericht. Okay, ja, naja. Aber Justus liebt es. Ja, das ist super lecker. Einfach seitdem er das super einmal ja, chinesisch erfahren hat. Auf jeden Fall gibt es dann hier Hähnchen mit Gemüse tatsächlich. Ja, Justus hat Gemüse, noch mehr im Gemüse gekocht. Zucchini, Tomaten, Paprika. Also das wird auf jeden Fall super mega lecker. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Guten Appetit! Guten Appetit! Meine Bude ist wieder voll. Mhm. Nicht nur mein Mann, sondern auch meine Kinder sind wieder zurück. Wie bitte? Okay. Okay. Ja, Mathearbeit. Bevor Mathearbeit kommt, bereiten wir erstmal Deutscharbeit vor. Ich habe hier so ein bisschen was gemacht, denn sie nehmen gerade durch, wie man eine Suchanzeige von einem Tier schreibt. Also ist irgendwie wie so ein Déjà-vu. Vielleicht erinnerst du dich, Clara hat das ja auch gerade erst als Hausaufgabe machen müssen. Und jetzt macht es Johann als Deutscharbeit, als Teil der Deutscharbeit. Und da habe ich ihm jetzt eine Katze reingemacht, die er dann jetzt beschreiben muss. Das ist jetzt eben beschreiben, also wirklich sehr genau beschreiben. Und die Themen Nomen, Adjektive, Verben, die Formen, Kasus, was habe ich hier noch? Pronomen, Formen von Verben, Imperativ, bilde den Kasus im Singular und Plural zu diesen Nomen zum Beispiel. Steigerungsform von Adjektiven, ja, etc. Genau, da habe ich jetzt nochmal 2 Probearbeiten, die ich ihm ausdrucken werde und dann kann er das nochmal machen, denn morgen wird geschrieben.
Dann heißt es wieder Daumen drücken. Aber der Johann schafft das. Er hat es die letzten Tage schon echt super gemacht. Hier habe ich sein Deutschbuch und sein Deutsch-Arbeitsheft zur Hilfe genommen. Hast du noch Blätter? Da bin ich mir nicht so sicher, denn du hast ja alle Blätter weggelegt. Hol mal noch ein paar Blätter, Johann. Sind die unten? Wo sind die? Ich glaube, das ist noch unten. Ich suche einen Stift. So, also, ich habe zwei Arbeiten für dich vorbereitet, mein geliebter Sohn. Okay. Mit welcher möchtest du anfangen? Mit Nummer 1 oder mit Nummer 2? Nummer 1. Okay. Also, Deutscharbeit. Ich habe jetzt andere Aufgaben, ne? So ganz andere. Ja, natürlich. Ja, das sollst du ja hier nicht immer nur dasselbe machen. Gestern die ganze Zeit, das gleiche die ganze Zeit nur ausgedruckt. Ja, aber da hast du ja dann, also die kannst du ja schon. Ja, dann müssen wir ein bisschen was Neues machen. Ja, aber es gibt ja nichts Neues, was wir üben müssen. Ja, es ist ja immer dasselbe, aber anders verpackt, dass du ein bisschen nachdenken musst, okay? Okay. Vergiss nicht bitte formale Dinge. Lies dir alles genau durch. Mhm. Okay, ich wünsche dir ganz viel Glück. Deine 45 Minuten laufen jetzt. Alter. Johann. So. Wir verschwinden. Nee, diese Katze ist immer so schwer zu beschreiben. Diese Katze ist super süß. Ja, aber man kann sie ja nicht beschreiben. Natürlich. Sie hat schwarze Streifen. Das nennt man getigert. Sie ist getigert in den folgenden Farben, bla bla bla. Sie ist schwarz getigert und hat braunes Fell. Da ist nichts Braunes. Grau. Johann, du machst das schon. Okay? Leg das los. Das ist braun. 45 Minuten laufen. Tick, tack, tick, tack. Ja, Mami, das ist braun. Mehr Tipps gebe ich dir nicht. Mami, das ist braun. Ach ja. Herrlich, mein Sohn. Ich liebe ihn. Ist schon spät draußen. Johann ist jetzt durch mit den Arbeiten. Hat er super gemacht. Muss ich schon sagen. Ja, ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Und jetzt... Ach, die Katzen schon wieder... Cookie, nein. Das ist so schlimm, dieses Feld da unten, das ist ja mit Sisal gemacht. Und die Katzen denken immer, das ist wie ihr Kratzbaum und kratzen da immer ihre Pfötchen. Bitte mach das an deinem Kratzbaum, Cookie Maus, okay? Hier, die Katzen alle beide auf der Treppe. Cookie da, Cookie hier, Chillomodo. Nein, also der Johann telefoniert gerade mit einem neuen Kumpel. Also die beiden wollen heute Abend noch zusammen zocken, aber vorher... telefonieren die jetzt noch über ihre Hausaufgaben und vergleichen sie. Finde ich super. Diese Freundschaft werde ich unterstützen. Nein, ich unterstütze natürlich alle Freundschaften von Johann. Nicht, dass mir da wieder was nachgesagt wird. Aber ja, ich finde es toll, dass er auch einen Freund hat auf intellektueller Ebene und nicht nur auf Zockerebene. Ich bin mal gespannt, was er mir gleich erzählt, ob sie dieselben Zahlen drauf haben. Ich glaube, Mathe vergleichen sie gerade so ein bisschen. Ja, die Mädels sind gerade im Mädelszimmer und spielen da zusammen. Ich glaube, ich kann dir bald auch nochmal ein Video machen. Wir haben nämlich ein paar neue Regeln hier zu Hause aufgestellt. Dafür interessieren sich immer ganz viele bezüglich unserer Erziehung der Kinder, unserer Regeln. Die sind einfach wichtig für uns, damit das ja hier so... gut funktioniert. Also bei uns klappt das wirklich super. Kann ich sehr empfehlen, was Regeln betrifft. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Es ist wieder spät. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.